ausgesucht, die besonders leicht für euch sind und die besonders leicht für euch sind. Schön! Nicht? Ja, ich habe mir gedacht, das wäre fair, dass wir da einfach hier. Ich habe 10 Stück. Antworten darf man immer dann, wenn man den Griff hat und die Lampe vor einem leuchtet. Es wird nicht miteinander kommuniziert, es wird nicht ins Publikum geguckt. Da könnte ja jemand vielleicht etwas vorsagen, das wollen wir natürlich nicht. Dann müssten wir nämlich die Frage canceln und es gäbe gar keinen Punkt. Also deswegen auch dieses Publikum. Wir wollen fair miteinander umgehen. Genau, bitte nicht vorsagen. 30 Sekunden lang leuchtet die Lampe, so lange hat man Zeit zu antworten. Also wenn man jetzt sagt, grün. Er scheidet sich aber nochmal um auf Rot, meint aber kurz vor Schluss doch noch Gelb. Das Letzte, was gesagt worden ist, das nehme ich als Antwort. Ja. Wenn die Frage richtig beantwortet ist, gibt es einen Punkt für die eigene Mannschaft. Ist sie falsch beantwortet, gibt es einen Punkt. Welcher langjährige Bürgermeister Bremens kaufte für die Stadt Bremen das Land, auf dem später Bremerhaven entstand? Ja, das war ein geschenkter Punkt. Jetzt dürfte der Schenker nur, wenn er es denn richtig beantworten kann, den Knopf nochmal drücken und richtig antworten. Herr Schmidt. Ein rundum erfolgreiches und gelungenes Wochenende. So lässt sich das positive Fazit der Organisatoren, Aussteller und Besucher des Sturer Frühjahrs- und Gewerbemarktes zusammenfassen. Und wer in den vergangenen 3 Tagen auf dem rund 15.000 Quadratmeter großen Messegelände an der Bassumer Straße in Brinkum gewesen ist, kann diese Stimmung voll wohl nur bestätigen. Rare Parkplätze, zahlreiche Fahrräder und Besucheranstürme bestätigen diesen Eindruck. Besonders der Sonntag war laut des Mitorganisators Rainer Mewe ein voller Erfolg. Wie bei den Gewerbeschauen zuvor waren auch dieses Mal die Brinkumer Interessengemeinschaft Sieg und die Interessengemeinschaft Sturer Unternehmer gemeinschaftlich für die Organisation dieser regionalen Messe verantwortlich. Die dieses Jahr unter dem Motto „Das Schaufenster für Stur und Umzu“ stand. Ihnen ist es gelungen, mehr als 110 Aussteller aus den unterschiedlichen Branchen wie Handwerk, Reise, Automobil und Gastronomie für die Veranstaltung zu gewinnen. Wir freuen uns, dass es sich bei dem Großteil der Aussteller um Sturer und Weiher Unternehmen handelt, berichtete Rainer Mewe. Des Weiteren bestätigte sich seine konkrete Werbeplanung im Vorfeld, die sich vor allem auf den nahen Umkreis bezog. Die Aussteller profitieren einfach mehr von den Besuchern und den späteren potenziellen Kunden direkt von ihrer Haustür, fügte er hinzu. Auch bei dem mittlerweile 12. Frühjahrs- und Gewerbemarkt haben sich die Aussteller wieder viel Mühe gegeben, um ihr Gewerbe, ihre Dienstleistung und ihren Verein ins beste Licht darzustellen. Sowohl durch vielfältige Mitmachaktionen als auch durch Informationsmaterial und viele weitere Aktivitäten lockten sie die interessierten Besucher in den 4 Zelten und auf dem Außengelände an ihre Stände. Aus diesen ersten Berührungspunkten resultierten dann häufig interessante und erfolgreiche Gespräche. Ein frühlingshaftes Anwesen erwartet die Besucher gleich im Eingangsbereich des ersten Festzeltes. Dort hatte die Firma Turner Garten- und Landschaftsbau aus Sieke ein Stück Garten angelegt und sorgte für Aufsehen und Begeisterung. Wir sind rundherum zufrieden mit dem Wochenende. Natürlich spielte für unseren Standort vor allem gestern und heute auch das Wetter optimal mit, verkündete Jan-Philipp Meyer, Geschäftsführer bei Turner. Die Besucher seien sehr interessiert, stellten Fragen und deckten sich mit Informationsmaterial ein. Wir erwarten aber nicht, dass sich aus diesen Gesprächen automatisch Aufträge ergeben. Bei manchen vergeht auch ein Jahr, bis die Gesprächspartner wieder auf uns zukommen. Aber das ist in Ordnung, fügte er hinzu. Ich finde gerade die Vielfalt auf solch einer Messe toll.
Da präsentiert sich an einer Ecke die Feuerwehr. Anderswo bekomme ich Informationen zum Kaminofen. Und an einer weiteren Stelle gibt es Tipps zum Abnehmen. Fasste eine Besucherin aus Brinkum ihre positiven Eindrücke zusammen. Die war am Sonntag zusammen mit ihrer Familie unterwegs. Das Rahmenprogramm spielte an diesem Wochenende aber auch eine große Rolle. Erstmals haben sich die Veranstalter für die Einrichtung eines separaten Gastronomiezeltes entschieden. Für das Essen war hier H1 Hotel aus Stur verantwortlich. Und auf einer kleinen Bühne sorgten verschiedene Musikauftritte für Stimmung. Auch diese Entscheidung zeichnete sich als Erfolg ab. Während der Freitagabend noch etwas verhalten begann, war hier Samstagabend eine Bombenstimmung, berichtete Rainer Mewe. Das als Überraschungsgast angekündigte Robbie Williams-Double lockte gleich die ersten Tanzwütigen auf das Parkett. Und der anschließende DJ konnte die Stimmung bis weit nach Mitternacht aufrechterhalten. Sonntagvormittag ging es an derselben Stelle mit einem Musikfrühschoppen weiter. Bei all der positiven Resonanz wagte Rainer Mewe am Sonntagnachmittag bereits einen Blick in die Zukunft zu richten. Anhand der überaus positiven Stimmung können wir nun ganz optimistisch auf die Planung für die nächste Gewerbeschau in 3 Jahren blicken, sagte er. Gleichzeitig betonte er, dass dieser 3-Jahres-Rhythmus der Wiederholung absolut gerechtfertigt sei und dementsprechend beibehalten werde. Der Aufwand ist für die teilweise kleinen Firmen immens und gar nicht häufiger zu bewerkstelligen. Außerdem ist es für die Besucher viel interessanter, wenn die von derartigen Veranstaltungen nicht übersättigt werden.